Am 1. April spielte Störtebeker in der Markt- und Eventhalle in Wismar ein exklusives Konzert. Die Liveband performte im ersten Teil der Veranstaltung beliebte Lieder der bekannten Santiano-Gruppe. Die vierköpfige Band weihte ein neues Mitglied ein. Pascal wird die Musiker am Keyboard begleiten. Für ihn gab es eine standesgemäße Bühnentaufe mit Schokoladengold. Pascal, hiermit taufen wir dich auf den Namen Qualle. Kopf nach vorne, du wirst jetzt gehängt! Willkommen, Pascal, in der Band Störtebeker! Nils Burr gibt am Schlagzeug den Rhythmus vor. An der Geige René Cussero. Er begeisterte das Publikum mit mehreren Geigensoli. Tim und Burkhard Goller. Vater und Sohn machen seit Jahren gemeinsam Musik. Damit ist die Crew vollzählig und die Segel gesetzt. Volle Kraft in Richtung Freiheit. Im zweiten Teil der Veranstaltung präsentierte die Band ihre eigenen Produktionen. Darunter die neuesten Stücke Setz dein Segel, Baum im Wind und die Crew von Störtebeker formiert sich aus erfahrenen Musikern. Jeder Einzelne feierte bereits als Solokünstler oder Bandmitglied musikalische Erfolge. Als Störtebeker wollen sie den nächsten Schritt wagen und Kurs auf die Gewässer der deutschen und internationalen Bühnen nehmen. Das Konzert traf direkt in das Seemannsherz der Hansestadt. Jung und alt, gemeinsam sang das Publikum jedes Lied mit. Ein stimmungsvoller Abend für alle Matrosen.